Grenzen und die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Hallo! Willkommen zurück zu Secret Hitler. Wieder mit den gleichen wie letztes Mal. Ja, ich lasse euch jetzt ein bisschen Zeit, um zu gucken. Nee, warte mal. Was habt ihr jetzt Zeit, um eure Augen zu schließen? Hey, das war doch nicht gewürfelt, du hast den fallen lassen. Ich hab auch nicht gewürfelt. So, ihr habt ab jetzt Zeit, eure Augen zu schließen. Zeit, eure Augen ja. zu schließen? Also, das so dauert ganz schon ein Weilchen. Das dauert schon ein Weilchen. Und ab jetzt steht es da oben. Wenn ihr es noch nicht geschafft habt, seid ihr sehr langsam. Und das ist eine sehr spezielle wieder, Technik. Jetzt stehen sie da nicht mehr und jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Das ist eine ganz spezielle Technik. Super gemacht, Seite. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. So, bei mir kommt jetzt immer mir noch ein Ding. Achtung. Warte, jetzt. Jetzt wirf doch mal richtig hier. Ja. Immer noch nicht. Das Ding ist nicht. Ja, wir brauchen mal eine neue Würfel. Nein, das wow! Jetzt hast du aufgehört zur Zeit. So, jetzt. Was? Gut gemacht. Es wird gezeigt, die 3. Also wirklich, also ich kann den Würfel auch Glück, rausholen. Ja, das zieh ich will. Ja. Ja. Ah, das ist gezeigt. Gemogelt. Ja, ja, natürlich. Stimmt, Fascho. Ja, so, sowieso schon. Die beiden sind locker Faschos. Ja. Ja, die haben sich gegenseitig zugewürfelt. Eben, jetzt würfel ich schon den Präsidenten zu. Was ist das denn hier? Oh, es kommt als erstes direkt eine rote. Weil zum Glück Gott, muss ich die Folge nicht schneiden, ey. Wen nehmen wir denn? Ja, mich natürlich. Mich natürlich. Take me, take me. Komm, ich bin Was heißt denn mich natürlich? Ja, ey, nimm mich. Oh. Wer mit Nein wählt, ist Fascho. Okay. Okay. Jetzt wählen alle Nein. Bin ich. Ja, so viele Faschos gibt's hier nicht. Der kleine, miesen Wichser. Ja, ey. Bester Start ever, ey. So. Das zahle ich euch halt. Ich war der Präsident. Nein, das liegt noch nicht dort. Lu. Das liegt übrigens auch nicht bei dir, Rico. Doch, das liegt nur, bei mir. Nur wenn die Wahl stattgefunden hat. Ich war doch trotzdem Präsident. Ja, ist aber wirklich so. Ich war doch trotzdem Präsident. Ja, aber in den Regeln steht, dass nur Personen, die an der Regel. Gelesen? Das steht, lernst du oben im Notebook alles macht, lesen. Komm. Wo hier denn? Fertig. Zeig es mir. Das steht ja, da so. Das ist in den gerade nicht offen, warte. Zeig mir die Stelle wo und ich guck mir das an. Ups. Weil das wieso, ergibt für mich keinen Sinn. Das ist viel zu dämlich. Jetzt kommt zufällig eine rote. Nein, am Anfang versucht er noch eine blaue zu geben. Ja, wer versucht am Anfang keine blaue zu legen? Ich. Ja, wenn du Fascho bist, Rio, kannst du ihm ja zwei rote zuschieben. Ja, bei der einen Runde kam doch eine rote gleich am Anfang. Er ist ein Wichser, er gibt jetzt zwei rote. Ich sehe das jetzt schon. Er ist Hitler. Du freust dich natürlich nicht darüber. Er ist Hitler. Wie tief? Ja. Wie tief ist der Hitler? Ich, du darfst doch gar nicht reden. Wenn ich dir die vierte Fascho-Karte zuschiebe, erschieße ich ihn, okay? Du meint das jetzt ernst. Ah, das tut er. Ja, das ja, guck, du bekommst ein neues Schildchen. Ja, das tut er. Ganz frisch gedrucktes Schildchen. Ne? Krieg ich jetzt meine Rente? Ja, jetzt kommen die zwei roten. Nee. Warte, was hat der Ding jetzt gerade? Ich hatte die Wahl. Was hat Andi weggeworfen? Die Wahl und was hat der weggeworfen? Wahrscheinlich eine rote zufällig. Ja. Standardlüge am Anfang. Das ist vielleicht keine ist. Generell Standard. Ja, das ist Standard, die eröffnet wird. Ist er gewählt worden? Ja. Ich habe mit Nein gestimmt. Ach. Fascho. Nee, Fascho. Weil ihr kleinen Wichser mich nicht gewählt habt. Ich habe ja gewählt. Ja, das musst du dir bedenken, musst du dir, ne? Ein Verbündeten hast du schon wieder. Ja, ja, verpiss dich, Seidel, Mann. Was denn? Guck mal, dass du Schulden hab. Wir sind ja die besten Freunde. Ja, total. Oha. Als wenn ich irgendjemand betrügen könnte. Können meine Augen lügen? Ich habe deine Augen noch nie live gesehen. Also. Diese Augen können. Also ich glaube, Striker, der hat 3 das blaue. Das sind aber 4 Augen. Nee, ich habe 2 blaue und eine rote gezogen und die rote abgelegt. Entschuldigung. Du hast die rote abgelegt und du hatte keine Wahl. Ja. Ja.
heißt ja auch überhaupt nichts. Nö, aber so liegt safe eine blaue da. Ja, das ist richtig. Weil ich sagen würde, dass für Andi das halt jetzt schon ein bisschen mehr spricht. Überhaupt doch. Nicht. Dadurch er kann hat er ja sich auch wieder safe machen. Er hat ja aber dafür gesorgt, dass eine blaue auf jeden Fall. Ja, vielleicht was war jetzt gerade? Also ich könnte trotzdem Fascho sein. Ja, so wurde Loon aber auch nicht geprüft, aber auch wenn ich ihm eine rote und eine blaue gegeben hätte und er die blaue gelegt hätte, das nichts geheißen. Ich meine jetzt nicht, dass du confirmed bist. Was hat denn Andi jetzt gerade abgeworfen? Aber eine rote. Das heißt, im Endeffekt heißt das gar nichts. Es macht dich zumindest ein bisschen liberaler als neutral. Nee, das kann ihn auch ein bisschen mehr Fascho machen, indem er dafür sorgt, dass Lou gar nicht die Wahl hatte und so komplett out of order. Ja, aber selbst wenn ich Lou die Wahl gelassen hätte, hätte das fürs Spiel auch nichts bedeutet. Klar. Nee, dann hätte er die blaue gehabt. Aber dann hätte man sagen können, er hat die Wahl. Ja gut. Bei mir ist das doch cool. So habe ich, nur das Risiko, dass er vielleicht doch die rote legt und mich beschuldigt, dass es dann Beef gibt, wir beide raus sind und dann eine rote mehr liegt. Am Anfang machen. Ja, eben zum Beispiel direkt noch das zweite Mal bei Rio und Lu, man weiß nicht. Für mich ist das nur, ja, nichts aussagen. Ja, letztendlich sagt es auch nichts aus, nur ich bin froh, dass eine blaue mehr da liegt, aber letztendlich sagt es nichts aus. Ja. Yay! Bin natürlich auch in einem Bad gelogen. Ich bin nicht vorhanden. Ich bin nicht gewählt, Mann. Das ist safe, dass ich nicht gewählt werde hier. Was, du willst nicht gewählt werden? Wird das nicht wieder zurückgesetzt hier? Wer hat denn nicht gewählt? Wird das hier nicht zurückgesetzt? Ja, wird's auch. Ja, stimmt. Haben wir halt vergessen. Ohne Spaß, eigentlich müsste man den Präsidenten dafür irgendwie bestrafen können. End is out of game. End is out of game. Ja, ist mir völlig wurscht. Kann mich aber auch keiner beschuldigen, dass ich Fascho bin oder so. Du bist Fascho. Fascho. Dadurch machen die Liberalen. Aber das könnte natürlich auch ein. Naja, ich habe Ende das letztens auf der Fascho-Beat gesehen. Aber natürlich könnte es sein, dass die Faschos das jetzt auch jetzt gerade ausnutzen, dass sie mit Enten Liberalen rausgekickt haben. Also lasst jetzt mal normal spielen. Die Liberalen machen sich das eben selber schwer, aber mir ist das doch. Die Faschos nicht gewählt werden. Ja, das erste Mal nicht, aber das zweite Mal hat er nichts gesagt. Jetzt kommt eine rote. Ja, kam schon lange keine mehr. Ja, schon lange keine. Schon lange keine. Ich wette, da kommt jetzt eine rote. Ich hatte gar nicht die Wahl. Ich hab drei rote gezogen. Bestes Argument. Guck, und? Ja, das ist so. Ja, guck, ich hatte das. Für mich ist das 100% jetzt schon eine Lüge da irgendwo. Ja, warum ist das so rot? Guck dir doch mal die Dinger an. Okay, drei rote sind nicht unwahrscheinlich, aber trotzdem ist es alles jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Das ist schon ein bisschen zu merkwürdig. Hä, warum ist das merkwürdig? Das ist, für mich passt das nicht ins Bild. Also, allein von der Wahrscheinlichkeit, der könnte es schon... Irgendwas gemacht. Ja, ich hab noch nicht mal einen vorgeschlagen und der holt schon seine Neigung. Ich meine von der Wahrscheinlichkeit... Ja, weil ihr gegen End sticht und End aus dem Spiel nimmt. Ach, jetzt will die der nichts gemacht hat. Ihr End... Ja, aber End sticht ja schon wieder gegen alles. Ich mach gar nichts. Er sagt nur, dass es merkwürdig ist. Du darfst nichts machen. Okay. Wow, ich bin Kanzler. Wenn ich dich vorschlag, dann wirst du. Ich weiß, warum ich jetzt zum Kanzler gewählt wurde von dem Faschus. Ich jetzt drei Rote krieg und dann der Buhmann werde. Hundertprozentig. Oh, das wäre natürlich sehr schade. Also, Andi, falls du Liberaler bist, bald das Patent ist Fascho, weil er schon wieder alles. Ja, ich warte einfach erstmal ab und schau mir das hier an. Du könntest ja auch ein Doppel-Fascho-Spiel spielen, ich weiß es nicht. Doppel-Fascho-Spiel. Ein Doppel-Fascho-Spiel. The good old Doppel-Fascho-Spiel. Ich wette, End ist Fascho und regt sich oder jetzt ein, auf. Oder ein nur damit ich hab da vorhin reingesagt, ist das doch egal, wenn ihr mich nicht im Game haben wollt, ist das halt so. Ich sag nur, dass ich jetzt den Boomer zugeschoben bekomme. Der gute alte Doppel-Fascho-Holzbeintrick, ey, wir kennen ihn. Stoll-Holzbeintrick. Lol. Immer diese. Oh, End ist der Buhmann, Fascho. Jetzt dachte ich schon, du bist wirklich Fascho. Ich bin Fascho. Nee, also anscheinend ja nicht. Ich bin der Präsident hier, nice one. Mr. President, please. Andi, ich hoffe einfach mal, dass du mich nicht verarscht. Ja, kommt davon, was du mir willst. Ich wollte gar nicht wissen, was ich gemacht habe. Wird noch gewählt. Auf die Gefahr, dass ich jetzt E3 Rote ziehe. Lu, was hast du weggeworfen? Willst, stimme ich auch mit Nein an. Der Rote. Ist, ja, ob hab, jetzt du oder Rico Präsident ist ja eigentlich egal. Ich hab ihn die Wahl gelassen. Ich glaube, ich werde drei Rote. Achso, stimmt, ich muss ja noch Ja hinlegen. Tut mir leid, Andi.
Rot. Rot. Hast du es mit deinem Röntgenblick gesehen? Oder? Ja. Der macht immer diesen das ist der Kartenumdreh im Geistetrick. Macht immer diesen Ton für die Blinden dann. Umdrehen. Oha. Ich hatte die Wahl. Jetzt müssen sich die Faschos aber langsam mal anstrengen. Ja, hatte die Wahl. Ich habe eine rote weggeworfen, falls einer mitzählen will. Eins. Jetzt erst anfangen. So, war noch jemand nicht? Ich würde jetzt mit Nein stimmen. Ich glaube, war noch nicht, oder? Warum? Warum? Weil Rico null confirmed ist und er dann jemanden auswählen kann, der die Karte hat. Ich war noch nicht. Und das Rio confirmed, ja? Noch nicht dran. Dann kann er seinen Faschokollegen wieder decken. Ja, das aber auch versucht ja, aber ist Rio confirmed da, wenn Rio danach Präsident ist? Ich habe das Gefühl, dass bei uns gerade fast keiner wirklich confirmed ist. Ja, doch, du eigentlich, finde ich. Ja, Andi. Ja. Für mich ist Andi und ich schon mal. Ja, du für dich. Ich auch für mich bin ich auch sehr. Ich finde, da ist erst die zweite rote Karte. Wer könnte noch abwarten? Du bist ja noch einmal drei rote gezogen, wer nicht, war toll. Wer ist denn jetzt Kanzler als Zeile? Bei der zweiten roten Karte, finde ich, können wir noch abwarten. Daniel weiß warum. Da kann ich auch nicht. Ach, Moment, es sind nur noch zwei Karten hier, ne? Da müssen wir jetzt schon. Wischen. Ich wette, jetzt kommt zufällig eine rote. So macht man das. Das sagst du jedes Mal. Aber das ist wirklich, stell dir mal, es sind nur noch zwei blaue drin. Ja. Also, nein, es ist nicht unwahrscheinlich. Das Problem, dass Rico wieder jemanden aussuchen darf. Das ja, aber wäre es besser, wenn Rio jemanden aussuchen darf? Nee, aber wenn du oder ich jemanden auswählen dürfte. Ja, aber bist du wieder ein Ausdauer aus Ewigkeiten? Ja, aber Rico ist zum Beispiel eine Variable, die jetzt wieder neu mit reinkommt. Weil er war noch nie irgendwas. Ja, gerade war ja, aber das ist jetzt auch nicht mehr. Ich so war schon einmal Präsident, weil, oder? Weil jetzt einfach so viele rote und so wenig blaue da drin sind. Und Andi fällt auch nicht. Doch, ich war der erste Präsident. Ja, du bist. Okay. Drei rote bekommen. Okay, wen würdest du denn nehmen? Wen soll ich jetzt... Nee, sag mal aus dir aus, bevor du irgendwen fragst. Ja. Wen würdest du nehmen? Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich wähle einen von euch beiden, um den, dass ich hundertprozentig weiß und die anderen halt, wenn sie mir glauben, auch, dass derjenige liberal ist. Oder ich wähle jemanden, den wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben und... Ja, wen denn zum Beispiel? Du oder Striker? Oder Ryu. Also ich weiß bin mir da... Für mich ist... Mein Vorschlag wäre End oder mich. Mein Vorschlag wäre... Also es gibt die zwei Möglichkeiten. Wenn du mich wählst und mich also als Liberalen confirmst, bist du für mich... glaubst du machst mir, du ja. Für mich, glaub ich dir. Alles andere weiß man nicht, weil alles andere kannst du... Wie auch immer, mach was du willst. Oder nimm Ryu. Aber dann weiß ich für mich, dass er... Ja, das weiß ich aber nicht. Ja, ihr wisst das nicht. Das bringt uns also gar nichts, wenn der dich... Rico kann auch sagen, okay, ich bin liberal, was auch tatsächlich der Wahrheit stammt, aber er kann trotzdem Fasche sein, ja, wie das so wie letztes Mal. Jemand anderes, ein anderer kleiner Spacko gemacht hat. Also ich würde sagen, da Andi also schon fast komplett liberal ist und ich mir bei End nicht ganz so sicher bin noch, weil du ja nicht so komplett liberal bist. Ich habe halt nur gesorgt, dass... Ich habe eine gelegt und dafür gesorgt, dass da noch was drauf kommt. Aber du kannst mich gerne nehmen. So Dinger. Mm. Kannst halt auch eine Out of the Box nehmen, ne? Und dann hoffen, dass du ein Fascho nimmst. Wobei. Ja, dann aber letztendlich kann er uns dann auch Lügen erzählen. Ja, natürlich. Der kann uns immer Lügen erzählen. Er kann die ganze Zeit Müll erzählen, wenn er will. Ja. Nimm halt mich. Wenn du für dich liberal bist, was wir ja nie wissen. Dann kannst du mich nehmen, dann hast du auf jeden Fall einen liberalen Kollegen, wo du dir sicher sein kannst. Das würde jetzt jeder sagen. Aber das kann er wissen. Für dich habe ich gesagt. Ja, du kannst theoretisch auch Hitler, sein, das ist das Problem. Ja, aber wenn er mich wählt, sieht er ja, ob ich... Ja, da bist du ja nur Fachschule, bist du nicht identifiziert, ob du Hitler bist oder nicht. Ja. Das wissen wir ja nicht. Ja, aber ich sag ja auch für Rico, dann hat er für sich auf jeden Fall... Also ich entscheide jetzt zwischen End und Andi. Bei End könnte ich jetzt für mich sagen, dass er liberal ist. Bei Andi könnte ich ihn, also ich denke mal, dann wird meine Aussage, wenn er liberal ist, wirklich mehr zählen. Ja, aber selbst das sagt auch nichts aus. End oder ich ist eigentlich egal, würde ich sagen. Im Prinzip auch egal, was du sagst, wir können es trotzdem nicht glauben. Ja gut, dann End gibt deine Karte, ja. Das ist die Party-Membership, ne? Ja, die gelbe. Ey, weißt du, gib das Secret Roll, dass ich immer das Hitler bist, das ist gut, ey. Ist bei mir kein Unterschied, weil bei beiden steht liberal drauf. Das stimmt. Ich will nur den anderen Denkanstoß geben. End
Crasher und Andy. Vielleicht Fascho. Ja, weil was? Ich und ich nicht, oder was? Ich und ich nicht. Wir haben bisher für fast alle blaue Karten. Also für mich ist niemand von euch sicher. Hauptakteure, dass da blaue liegen. Also das muss ich auch sagen. Also Andy und Enz sind jetzt die zwei, die hier am meisten blaue jetzt schon für blaue gesorgt haben. Einer hat Striker noch gelegt und sonst haben Andy und ich das macht dich sehr verdächtig, Rio. Na, du hast ja auch nur eine gelegt. Was? Ne? Ja, Rio. Andy hat zwei. Andy hat zwei gelegt. Ja. Ja, also wenn Andy nicht Hitler ist, ist er für mich liberal. Aber Fascho ist Andy nicht, glaube ich nicht. So, jetzt geht der nächste Präsident. Tada. Mal ein Dings wieder raus, Seidel. Darf schon bei dir liegen. Jetzt? Mit dir noch kein Vertrauen. Was macht jetzt das hier? Was? Was macht das dann hier? Darfst du den nächsten Präsidenten bestimmen. Oh, das ist gefährlich, ne? Bei Rio wissen wir ja auch noch gar nichts, ne? Hm, das stimmt. Im Endeffekt wäre es klug, jetzt Anni oder mich zum Kanzler zu wählen. Ja, egal was passiert, es könnte natürlich eine Rote. Dir traue ich überhaupt oder, nicht. Andi oder bei ich oder bei Rio oder bei draußen, dann musst du mir auch trauen. Oder wir stimmen bei Rio nein. Können wir auch machen. Ja, ja, Andi, und dann nehme ich dich end. Ja, wir kommen, wir stimmen nein, Andi. Und wenn Crasher liberal ist oder was auch immer, stimmen wir auch nein. Ja, wir halt auch also wir wissen also von Rio wissen wir ja jetzt noch weniger als von Andi, wir nehmen nein, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, wir nehmen nein, okay. Na, guck mal, wie die Faschos mit... Es hat halt gar nicht umgedreht. Ja, natürlich. Nein, du hast nicht umgedreht. Ja, jetzt kannst du sagen, du willst. Seidel ist verdächtig. Nein. So. Na, mal sehen, was jetzt passiert. So. Wir können. Alter, ich glaube, Rio hat sich schon mega verspielt. Rio nein, hat sich für ich mich so verspielt. Ich bin von zwei Leuten quasi confirmed. Und. Rio, was heißt denn quasi confirmed? Deswegen. Das ist genau gut, den mega guten Hitler wieder spielen. Die ja. Jetzt mega guten Hitler spielen. Dann muss Andy, müsste ich ja auch, dann muss ey, Andy was? Und Crasher müssen Faschos sein. Ne? So. Das die ist Möglichkeit, euch dann bewusst. Das weiß ich schon mir weg. Die Möglichkeit kann die, dass sie derzeit bestehen, so ist es nicht. Ja. Emil hat Andy jetzt Glück gehabt mit den Karten, dann ist das Spiel eh vorbei. Alter, Bandit spielt auch. Wenn du jetzt blau hast, Bandit spielt jetzt einfach. Kann ich nicht. Ja. Ich hab wirklich drei rote gezogen. Ja, glaub dir das, auch wenn du trotzdem noch fucking Fascho sein kannst. Okay, wen soll ich denn jetzt zum Präsidenten machen? Ich wollte nur lesen, was da drauf steht. Wenn er mich, dann kann ich Rico oder so wählen. Ja, weil ja, ich würde. Ja, dann ist Rico Hitler. Auf jeden Fall jemanden wählen, der außerhalb von diesem Komplott hier ist. Ich trau zwar Rico ein bisschen, aber Rico kann nach wie vor Hitler sein. Das stimmt natürlich. Achso, der kannst du ja sowieso nicht. Also ich würde sagen, Rio ist raus. Der muss wieder zurück, ne, weil... Ja, bei Rio ist ja... Rio ist für mich schon sowas von verdächtigt jetzt. Nur stimmt. Weil ich sage, dass End kein Liberaler sein kann, oder was? Wo ist er bitte confirmed? Nur weil er sagt, ja... Ja, ist er nicht. Aber es gibt auch keinen Grund, an seiner Confirmedheit zu zweifeln. Und ich wurde von Rico confirmed. Confirmed ist hier eigentlich... Immer niemand, man kann halt nur davon ausgehen. Ja, und ich gehe davon aus, dass er nicht liberal ist. Ja, warum? Aber es spricht natürlich im Moment nichts gegen ihn. Es spricht überhaupt nichts gegen mich. Weil ihr das Spiel gerade alleine spielt und die Liberalen haben keine Chance. Ja, das liegt aber nicht an uns. Ja, aber. Ganz ehrlich, für mich ist Lukas schon so weit von Fascho durchgängig, Andi. Ja, den nehme ich auch nicht. Aber. Mich müsste ich gar nicht nehmen. Ich versuche nur den anderen zu erklären, dass ich denke, End ist einer. Also soll ich Rico zum Präsidenten machen? Der kann dann aber jemanden erschießen, wenn er... zum Kanzler? Immer diese Frage, wen sollte ich... Ja, wir wollen das ja von dir wissen, deine persönliche... Ja, aber wenn ich jemanden neutral nehme, dann kann das passieren... Was ist deine politische Agenda, wenn ich dich zum Präsidenten ernenne? Liberal ist meine politische Agenda. Ja, und wen würdest du dann zum Kanzler ernennen? Warte, es ist Andi, natürlich schwierig. Andi, die Sache ist, selbst wenn er rot ist, kann der jemanden erschießen. Ja, das ist eigentlich es ja. Eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass du oder ich zum Präsident gewählt. Das geht Problem ist, das nicht. Ist das, geht nicht. Ja, eben, ich wollte sagen, das ist das Problem dahinter.
Wir brauchen halt noch einen, der confirmed ist. Was ist, wenn wir jetzt die ganze Zeit mit Nein stimmen? Dann wird der erste Schuss sowieso legalisiert, weil der nicht... Das Problem ist, wenn wir die ganze Zeit Nein stimmen, sind wir bevor wir Operative komplett eine Random-Karte hingelegt. Ja, richtig. Aber da sind 6 Karten drin. Wir könnten Glück haben, dass die... Das also ist selbst wenn die Rote kommt, wird keine erschossen, ne? Das ist die Sache. Ja. Wir könnten es quasi zweimal versuchen und hoffen, dass dann die Blaue kommt. Ja, und wenn das Ding dann bei Hitler steht, dann wären die Faschos ja. Dann ja, müssen wir wirklich das, alle 100% die Faschos ja. Aber das ist im Prinzip nein, too much luck. Nicht zum Kanzler gewählt. Rico, wen würdest du denn zum Kanzler nehmen? Sag mir warte mal, hieß es nicht, wenn durch Zufall diese Karte da draufgelegt wird, ist es egal, dann wird die, also diese Aktion nicht durchgeführt. Richtig, ja, genau. Ja. Deswegen müssen wir jetzt insgesamt 6 Runden lang alle Nein machen. Nee. Solange bis eine blaue ja kommt. Moment. Da bleibt ja Previous Elected Chancellor trotzdem noch bei End. Ja. Achso, dann müssen wir ja auf jeden Fall einen. Deshalb, ich würde. Rico, sag mir mal, wen du zum Kanzler nennen würdest. Wir haben einfach nur die. Wir müssen. Entweder vertrauen wir Rico oder wir vertrauen Rico nicht. Ja, aber ich würde. Ich glaube eher, dass Rico Hitler ist als Fascho. Dir und eine von Striker. Aber nee, als Präsident. Aber wenn du glaubst, dass er Hitler ist. Deshalb würde ich Rico zum Präsidenten machen. Mach ihn zum Präsidenten. Weil Rico Präsident ist, kann das sowieso nichts anderes. Kann er nicht viel anrichten. Nee, dann macht Striker. Doch, er kann jemanden erschießen. Ja, ich hätte Striker zum Präsidenten gemacht, der hätte Rico nehmen sollen. Ja, aber Rico hätte. Ich glaube nämlich, dass Rico eher Hitler ist als Fascho. Okay, ja, gut, dann ist okay. Wenn du das glaubst. Also Rio würde ich nicht nehmen. Also das weiß ich jetzt schon mal. Aber ist mir auch egal. Aber von den anderen dreien, die sind ja auf dem gleichen Stand. Eigentlich ist es scheißegal, wen ich jetzt hier nehme. Ich würde Striker nehmen, aber man weiß es einfach null. Nur weil der grün ist hier. Man weiß es nicht. Hallo, ich bin also blau. Im Prinzip blau ist es egal. Ich würde sagen Striker oder Said Lu war irgendwie mit Rio ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe nur gesagt, dass er dann Recht hat. Ich habe nur meinen persönlichen Eindruck gesagt. Basti oder Seidel ist meine Meinung. Das ist mein persönlicher Eindruck. Wie geht's weiter? Wer ist nach Rico? Ich bin Striker-Präsident, ne? Genau. Ich könnte natürlich dich und Andi nicht wählen. Nee, ja, das ist das Problem. Nee, doch, der elected Präsident ist doch dann bei Crasher. Ja. Also kann Andi wieder zum Kanzler gewählt werden. Aber ich bin trotzdem hundertprozentig nicht Hitler, also ich könnte auch eine blaue nehmen. Ja, natürlich kann. Ja, Rico, du musst jetzt entscheiden. Dann würde ich jetzt Striker nehmen und Striker nimmt dann Andi. Ja. Oder? Ja. Aber ja, wenn du jetzt Striker wählst. Aber theoretisch, warte mal. Wir können bei Striker Nein stimmen. Aber theoretisch kann. Theoretisch, jetzt mal Theorie, kann End Hitler. Es könnte jeder Hitler sein, immer noch. Das ist das Problem. Das heißt, Andi könnte doch Hitler sein. Ja. Ja. So gesehen ja, aber irgendwann musst du weißt selber, dass du dich irgendwann festlegen musst. Also, wir könnten jetzt auch bei Striker Nein wählen, dann wäre der nächste dran. Dann wäre Striker Präsident. Den, ne? Dann kann er Andi zum Beispiel als Kanzler nehmen. Wäre er dann nochmal Präsident? Das ist wirklich ja, so. Oder noch, geht hä, das dann. Nee, dann wäre Basti Präsident, hä? Was erzählst du? Hä, warte mal. Basti, ich war doch eben. Dann wäre doch Basti jetzt Kanzler. Wir sagen Nein. Und dann ist Basti Präsident, so, oder nicht? Ja. Stimmt. Ja. Und dann kann ja Andi zum Kanzler wählen. Ja. Wobei das natürlich das auch ein mieser Komplott von den beiden sein kann, ne? Ja, das. Ja, aber dann müssen wir jetzt einfach glauben, dass es nicht so ist. Also wählen wir jetzt einfach. Also wählen wir jetzt einfach Nein. Nee, ja. Warte, laut Seidels Aussage, ne, habe ich schon wieder ein bisschen Bedenken. Ja, von ihm kam ja auch die erste Rote, oder? Andi, wir müssen ja so ausgehen. Guck mal, hör mal zu ihm. Ja. Aber wir Rico kann. Ja davon ausgehen, ich gedacht, überhaupt irgendwie wenn, was auf wenn mich wir setzt. Davon ausgehen, dass Crasher und Striker bei uns sind, müssen wir davon ausgehen, dass die anderen drei Faschos sind, ne? Du musst ja auch so denken. Kein Fascho. Ich bin auch kein Fascho, 100% neutral. Ja, das ist ja das Problem, das weiß ich nicht. Ich traue nur Rio nicht. Und Lu bin ich mir ein bisschen unsicher. Es ist doch der Umkehrschluss. Wenn wir Striker trauen, müssen wir Seidel misstrauen. Ja, aber ich traue trau beiden nicht. Ich weiß von beiden nichts. Wo du dich entscheiden musst. Na, mir wäre am sinnvollsten, dass wir jetzt mit Nein stimmen. Ja, dann stimme ich mit Nein. Würde ich auch machen. Ja, weil wir es einfach nicht wissen. Rio musste noch, aber ja, der hat hinterher geworfen. Ne? So, jetzt ist Striker und der kann Andi wählen. Der wird Andi, genau. Ja. In der Hoffnung, dass Andi jetzt nicht Hitler ist, ey. Ich sag, das Game ist jetzt over. Ich hab das Gefühl, dass das Game jetzt over ist.
Ja, wegen den liberalen Karten. Nee, wegen Andi, das Game Over ist. Wenn Andi Hitler wenn der Striker sowas sagt, ist es. Ja, die haben doch eher direkt hingesetzt. Und das ist doch reine Theorie, das kann doch nicht, muss doch nicht sein. Ja! Siehst du, ich hab's gesagt. Ich hab's mir doch gemacht. Ich hab's von Andi angesagt. Nice. Super ich gemacht. Hab mir bei Rico, bei dir hab ich mir gedacht, dass du Fascho bist, aber bei Seidel wusste ich's nicht. Ja. Ich hab am Ende noch gesagt, was Seidel sagt. Zwischendurch, was die Karten angeht, gelogen. Ja, aber ich hätte mich überwählt. Ich hab mir schon fast gedacht, deswegen wollte ich ja, dass du noch Kanzler wirst. Ich finde allein die Aussage von End. Ich bin quasi von zwei confirmed. Ich war auch confirmed. Ja, war er ja. War er. Nein, er hat ja nichts Liberales quasi gemacht. Das hat er selber gesagt. Ja, liberal. Achso, ja, ich hab quasi gesagt, weil du mir eh nicht hätte ich, egal was ich gesagt hätte, du hättest mir nicht geglaubt. Das stimmt. Aber trotzdem, also Andi und End haben nur komplett liberal gespielt und haben für die meisten Karten hier drauf gesorgt. Deswegen ja, waren die beide quasi. Für mich war Andi aber bis zum Ende trotzdem, weil ich hab's, die Aussage ich hab's, halt nicht gesagt. Ich hab's sogar gesagt, dass Andi mir zu liberal ist. Ja, deswegen wollte ich auch, dass du kannst. Ja, warum sagst du das wieder? Warum kommt dann erst die Idee? Ja, sag, lass mal Striker alle Nein sagen. Ja, ich hab aber als letzter Meinung hab ich gesagt, lass bei Striker Ja sagen. Nee, das hast du. Nee, das kam zum Schluss gar nicht mehr. Und dann haben alle gesagt, nein, wir wählen Nein. Und was soll ich dann machen? Dann muss ich ja auch Nein wählen. Ich hab's gerade auf den. Aber ich fand's schön, dass die letzten beiden Runden bei beiden Malen auch einmal von End und einmal von Rio kamen. Ich hab's doch gewusst, genauso wie von Andi, aber bei Andi wird immer drauf rumgehakt. Beim ersten Mal hatte ich doch auch vollkommen recht, beim zweiten Mal jetzt. Ja, das hat End auch recht. Warst du mich aber auch alles so ein bisschen uns. Ja, jetzt kann man natürlich einfach sagen, dass man das aus Spaß hat. Ja, beim ersten Mal hab ich doch auch vollkommen richtig gelegen in der ersten Runde. Ja, aber dass du halt genau das wird ja bei Andi normalerweise vorgeworfen, dass er das macht, aber ihr macht das genauso. Ich habe auch bewusst am Ende dich genommen und dich liberal confirmed, End, damit du mir ein bisschen mein Buddy wirst. Das funktioniert immer ganz gut, ne? Ich zeig dir an, was ich hängen muss. Tschüss, liebe Zuschauer, ich bin weg. Tschüss. 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 User disconnected from your channel, okay?